Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu MTG Arena mit dem letzten Arena Cube Run, den wir haben mit unserem Vier-Farben-Deck. Surprise, Ein-Farben-Deck. Wir sind Monoblack. Für die, die nochmal eine kleine Übersicht haben wollen über das Deck, kann ich euch hier geben. Alles nur schwarze Karten, beziehungsweise schwarz-weiß, oder hier haben wir auch schwarz-grün, aber wir spielen nur die schwarzen Hälften davon jeweils. Und ja. Hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Ein Loss haben wir leider schon, aber wir hoffen natürlich, dass wir weniger Losses dazu kriegen als er. Noch ein paar Wins. Und dafür werden wir auch arbeiten. Aber man weiß ja nie. Ja, doch, doch, nice. Mal sehen, was du da so hast. Okay, das Aggro-Deck hat nur einen Two-Drop. Dann nehmen wir den doch mal. Aber er hat aber auch kein schwarzes Land, deswegen weiß ich nicht, ob wir den. Ich würde, glaube ich, eher den Three-Drop nehmen, der, wenn wir ihn töten. Ja. Der ihm eine Kreatur gibt, wenn wir ihn töten. Und jetzt hat er ein schwarzes Land gezogen. Naja, oder nicht? Okay. Oder zumindest hat er es nicht gespielt. Kein schwarzes Land. Kein schwarzes Land. Oh, yes. Ah, yes. So, wir haben Removal Spell offen. Wir haben aber auch Maze Mind Tome offen. Er hätte noch einfach Lurus spielen können. Denke, aber wir schießen ihn einfach mal um. Spielen wir da mal den Lurus. Wir hoffen natürlich, dass er jetzt ein Land spielt und dann den Torbren, weil wir den einfach umschießen können. Okay, wunderbar. Ich denke, einmal werden wir scryen, weil wir jetzt ein Land oben haben wollen. Nevermind. Das ist ein guter Draw gewesen. Drei Leben für moi. Und Leben ist sehr, sehr gut für uns, weil wir mit dem Commander Red Horde uns einfach Kreaturen wiederholen können. Was? Frechheit. Das ist wirklich nicht gut. Oh mein Gott. All the hate. Okay. Jo. Mal sehen. Kann entweder Murderous Raiden End of Turn oder wir könnten das Castle Lochtwein aktivieren. Dann würden wir aber vier Schaden fressen, um eine Karte zu ziehen. Triton, okay. Ah, gibt uns mehr Kreaturen, die wir wiederholen können. Ich denke, wir müssen durchschneiden den, weil der kostenlos ist für uns wiederzuholen, lebenstechnisch von Command. Spiel mal Rankle und sagen mal, jeder wirft eine Karte ab und zieht dann eine Karte. Dieses Kartenblatt for Bones. Oh, er hat einen eigenen Rankle, okay. So, nächste Runde können wir commanden. Hoffentlich macht er diese Runde nicht den Phönix. Ja, doch, tut er. Und exiled wahrscheinlich zwei Kreaturen. Weshalb wir diese Runde einfach kein Land gezogen haben. Sonst hätten wir den Phönix gehabt.
So, Jan, was tust du? Und wenn er den spielt, kann er ja auch theoretisch überlegen, zurückzubleiben und zu blocken, weil er den Renkel blocken will. So, was hat er weggetan? Scheiße, Triton und Pyromancer. Dann. Ich spiel mal den. Sagen, jeder opfert eine Kreatur. Er opfert wahrscheinlich den Shieldbreaker. Ja. Und dann holen wir uns mal wieder. Die Frage ist, wie viel holen wir uns wieder? 3, 7, 11. Dann brauchen wir nur ein Removal Spell und sind tot. Er hat noch zwei Karten auf der Hand, ne? Leben hat der denn noch 12. Ja, wir machen das einfach mal, YOLO. Wenn er einen Removal Spell hat, sind wir tot. Wenn nicht, dann ist er ziemlich sicher tot. Das ist okay für mich. Er wird dafür einen 1-1er Token kriegen, der 3 Schaden macht. Okay. Das ist irrelevant. Den können wir nämlich einfach nehmen und wegtappen. Und dann müsste es eigentlich an damit reichen. Da hat er alles gesetzt und alles gewonnen. High Risk, High Reward. Ich glaube, wenn wir da jetzt gewartet hätten oder halt zum Beispiel den uns nicht all die Kreaturen wiedergeholt hätten, dann hätten wir mindestens noch eine Runde länger bangen müssen und ihm halt noch einen outgegebenen Burn Spell zu ziehen, den er uns ins Gesicht hätte ballern können. Wir spielen gegen eine Pflanze. Keine gute Starthand, vor allem wenn der Gegner anfängt. Ich denke, wir mulligannen das. Ich hätte wir mulligannen und haben dann irgendwie nur ein Land oder so. Doch, doch. Gar nicht so schlecht. Kein Counterspell, kein Counterspell, kein Counterspell, kein Counterspell. Yeah. Don't do it, don't do it. Sensor, fuck you. Gucken wir uns mal deine Hand an. Ja. Okay, ein sehr reaktives Deck. Trauriges Pillar of Flame, weil das kann einfach unseren Palladium mehr umhauen und den auch noch exilen. Ah, der ist nice. Der zieht uns nämlich eine Karte. Der ersetzt sich quasi selber. Lawhold Command ist auch noch nicht sonderlich geil für uns. Ah, machst du nix. Der schießt jetzt in Response auf den um. Oh, okay, doch nicht. Okay. Okay. Tu es oder lass es. Okay. Sacrificed Land. Interessant. Und trade das weg. Ja. Das ist okay für mich.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, nehmen wir mal ehrlich Norden weg. Opfern wir mal den. Ah, ich hätte vorher angreifen sollen. Nee. Töne Card, Küche Card to the Battlefield, bist du. Dich auf unsere Hand zurück. Ziehen wir eine Karte. Und du ziehst auch zwei Karten, okay. Ah, das ist eine nice Karte. Gegen Control Decks. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nö. Hat eh ein Georg gezogen. Ja. Weil sie immer einen Georg haben. Das ist Standard-Legal, was der hier macht, ey. So, der opfert die ganze Zeit Länder. Dann nehme ich wohl mal 5 Damage. Dass der Pillar of Flame noch nicht gezündet hat, wundert mich. Uff. Tja. Hat aber auch ein richtig gutes Deck. Wenn er jetzt noch ein Counterspell hat, dann würde ich sagen, Respekt. This battle is going to end on my terms. Get out of my way already. Okay. So, wir zumindest Chandra schon mal los. Jetzt kann der Pillar of Flame und dann Attack of Liliana. Auch das ist okay. I'll be even more powerful next time. Dann edikten wir nicht mal. Wenn er jetzt noch Sublime Epiphany hat, dann werde ich aber echt sauer. Okay. Cycle ist okay. Counterspell. Tja. Müssen wir das nächste Runde nochmal probieren für 7 Mana. Cast out, okay. Mindstone ist auch okay. Dann ab die Post. Okay, sind wir beide recht out of resources. Ah, never mind. Whiff. Kein Instance, kein Sorcery, komm.
Wir haben noch einen Manipulator, falls eine Kreatur oder sowas spielt gleich. Und wir haben den Castle, mit dem wir die Karten nachziehen können. Oh, das tut weh. Damit kann er uns, glaube ich, two-shotten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann 4, ja. Das tut ziemlich weh. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, vier, okay. Er hat nur drei rote Mana. Wir können in seinem Upkeep ein rotes Mana tappen. Wenn er dann kein rotes Land mehr hat, kann er das nicht casten. So, die einzige Chance, die wir haben. Okay. Und wir haben ihm auch noch einfach, dadurch, dass wir ein Non-Basic Land haben, die Chance dafür gegeben, sich einen Mountain rauszusuchen. Hätten wir das Land nicht gehabt, hätte er es nicht machen können. Ja, GG. Das Deck war aber richtig gut von ihm, also muss man neidlos anerkennen. Hätte ich auch gern gespielt. Also jede einzelne Karte war eine gute Control-Karte, die der hatte. Auch viel Card-Draw, viel Advantage, Gearhulk, Lorehold Command. Wie gesagt, das ist momentan im Standard, wird das so gespielt in den Control-Decks. Also schon sehr, sehr stark. Von daher neidlos einfach sagen, GG, go next. Wir fangen an, wir müssen aber noch ein Land ziehen, bis wir überhaupt irgendwas machen können. Aber dann sind wir richtig powerful, also... Ich denke, ich riskiere es, aber es kann halt auch sein, dass wir damit richtig auf die Schnauze fliegen. Ein Land für die beiden und dann noch ein weiteres Land für die. Oh. Oh, Red, nein. Oh, 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 Danger. Wii, 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 wii. Okay. Umschießen oder Lurus? Ich denke, wir schießen ihn mal um. Scoot Swarm. Okay, dann, fangen wir erstmal an, den zu beaten. Just beat it. Der Scoot Swarm macht einfach mein Cruel Reality sehr, sehr schlecht, aber bis das gespielt wird, ist ja noch eine Zeit hin. Wenn wir Land ziehen, können wir die nächste Runde für 7 drainen, einfach mit Grey Merchant. Aber ich würde dann, glaube ich, trotzdem erstmal lieber Gonti spielen und dann Grey Merchant. Wenn er keinen Removal hat für den Obliterator, dann wird er sehr schnell leiden. Cast that card. Okay, wir können regrowthen. Können aber auch Epiphany. Ich denke, wir nehmen mal die Epiphany. Druid. Jetzt schon besser Regrowth genommen. Rankle ist gut. Wir discarden mal Reality.
Weiß nicht, ob das so gut war. Okay. Weil er hat ja wieder Field of Ruin, womit er uns das zerschießen kann. Und das triggert den Scoot Swarm noch einmal. Deswegen weiß ich nicht, ob das die beste Idee war. Aber der Gegner hat nur noch 6 Leben. Muss also jetzt bald anfangen, den Obliterator zu blocken. Wenn er sein Mana dafür ausgeben will, um uns den Castle zu töten, dann kann er das gerne tun. Wenn er keinen Counterspell hat, ist er eh tot. Und er hat das blaue Mana sogar automatisch getappt, dementsprechend denke ich nicht, dass er ein Counterspell hat. Sieht also ganz gut aus. Okay. Reicht trotzdem noch. Good game, I guess. Und deswegen haben wir diese Hand gekeept. Gekeept. Weil die halt wirklich sehr schnell, sehr stark wird. Wenn halt die Länder. Hätte auch sein können, dass wir kein Land ziehen, dann wären wir einfach richtig genagelt gewesen. Ja, das ist eine semi-starke Hand. Skyclave Shade ist gar nicht so schlecht. Mit Schleidern auf 3. Also ist es okay. Ich hätte natürlich gerne angefangen. Der ist gut gegen den Shade. Und gegen Blood for Bones. Dementsprechend bin ich am überlegen, ob ich den gleich einfach umschieße. Weil wir haben keinen, oder so gut wie keine fliegenden Blocker. Man kann jetzt einfach Shayna's Edicten. Gucken wir, was hier passiert. Tut er irgendwas? Nö. Okay, dann sacrifice den mal. Okay. Der ist gut gegen mich. 2-1-1er Fliegende. Dann greife ich lieber nicht an. Dann muss er den wenigstens zum Blocken zurückhalten. Aber wenn ich jetzt angreife, kriegt er genauso viel Damage in der Luft und kann uns zurück angreifen. Alter. Okay. Dann greifen wir mal zurück an. Interesting Block. Dann spielen wir den mal stärker. What doesn't kill me makes me stronger. Das war ein interessanter Move von ihm. Schicker Power Move. Ich block den, damit er stärker wird. Gucken wir mal, was du so noch hast in der Hand. Nimm mal die Hydra weg. Block den ruhig mal, ist kein Problem. Jetzt ist die Frage, ob sich die... Oh...
Das ist ungünstig. Das ist sehr ungünstig sogar. Immer dieses scheiß Schwert, Mann. Tja, müssen wir uns wohl jetzt in dem Combo-Step umschießen? 5, 6, 7. Jetzt mal auf den. So, jetzt kriegen wir ein Settle the Wreckage ab. Auch das ist nicht weiter schlimm. Das ist ein One-for-One, der uns ein Land gibt. So, 1, 2, 3. So, okay, bringt alles nichts. Machen wir den letzten Fliegenden. Zerschießen wir jetzt. Oh, und er lässt uns sogar noch traden. Dass er gar keine Kreatur mehr hat. Mit der er das Schwert ausrüsten kann. Das ist gut für uns. Und falls er doch noch eine einzelne Kreatur spielt, dann können wir die Chainers Edikten. Oder so. Ist auch okay. Das darf er nur nicht noch eine Kreatur spielen und equippen. Ja, wobei. Das so ziemlich egal ist. Weil er da eh nicht durchkommt, wenn er jetzt angreift. So, er darf nur jetzt nicht noch ein Removal-Spell haben. Und wenn er jetzt nichts hat, ist er nächste Runde tot oder muss halt wirklich sehr viel von seinem Board opfern, weil wir können den Grey Merchant spielen für 8. Drain ihn für 8, er geht auf 4. Kann mit dem Obliterator angreifen. Okay. Und der muss halt blocken. Und er blockt mindestens mit einer 4-4. Oder da nichts anderes auf dem Feld hat, okay. Ja. So, jetzt muss er blocken. Und wenn er mit beiden blockt, muss er sogar 8 Permanents opfern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zum Beispiel alle seine Lands. So, dann opfer mal 4 Länder. Wir vertellen das mal noch, haben noch einen Removal Spell, also. Wenn er jetzt equipped ist, der ist ein 6er. Wir können halt zur Not immer noch mit beiden blocken. Kriegen keinen Damage und es stirbt nur einer von unseren. Dann können wir mit Blood for Bones noch den Grey Merchant wiederholen. Ja. Also sah vorne und hinten super gut für uns aus. Ja, mir gusta, würde ich sagen. Maximal noch 2 Games. Entweder wir verlieren jetzt, dann ist das das letzte. Oder wenn wir das gewinnen, ist das nächste das letzte. Weil egal, ob wir gewinnen oder verlieren, der Run zu Ende ist. So, jetzt lasst nicht so lange auf euch warten, sondern her damit. Wo sind denn jetzt die Gegner? Aha.
Ja, doch. Ah, der hat einen Schock. Da er einen Schock hat, würde ich... Normalerweise würde ich den Skyclave Shade zuerst spielen. Also machen wir es jetzt anders. Okay, hat anscheinend doch keinen Schock. Dann war das jetzt doof, dass wir so rumgemacht haben. Wir hätten jetzt schon 3 Damage reinkriegen können. Aber der hat so, nachdem er das Land gespielt hat, hat er so gestoppt. Deswegen dachte ich, er hat irgendwas. Also kann auch ein Lightning Bolt oder sonstiges sein. 1, 2, 3. Wir versuchen so schnell wie möglich das Reality rauszukriegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wären wir hier. Also wenn wir nächste Runde Paladin spielen und er uns den nicht tötet, können wir die Runde danach. Ah, so viel dazu. Tja. Dann nicht. Kann aber trotzdem den Palladium spielen, und wenn er uns den jetzt nicht tötet, dann können wir nächste Runde Cruel Reality spielen, weil wir haben jetzt 4 plus 5, 6, 7. Okay, na gut. Aber auch das nicht weiter schlimm. Dann warten wir einfach ein, zwei Ründchen noch. Solange jetzt nicht irgendwie ein Pyromancer spielt oder sowas. Spielen wir jetzt einfach den hier. Noch ein Land ziehen, damit wir das spielen können. Und nächste Runde können wir den Manipulator spielen. Oder wenn er den umschießt, können wir den nochmal spielen als 5-3. Von daher gefällt mir unsere Position eigentlich ganz gut, weil er scheint Removal zu spielen und wir können halt mit dem Shade ganz gut gegen Removal vorgehen. Oder sind weitestgehend immun gegen Removal. Schade, dass er uns auch hier das Artefakt zerstören konnte. 4-4. Ja, okay. Ah, das war dumm von mir, erst erstes Land zu spielen. Nicht drüber nachgedacht, okay. Kein Unterschied gemacht. Gerade war mir unsicher, ob es nicht besser gewesen wäre, in seinem Upkeep ein Land zu tappen. Weil jetzt kann er was für 6 Mana spielen. Gucken, ob er angreift. Ah, das war dumm. Ich wollte jetzt... Naja, er greift dann, okay. Dann tappen wir ihm jetzt das Land weg. Vielleicht haben wir ihm damit seinen Plan kaputt gemacht. Bridge of the Moors, okay. Land is perfect. Greif mal hier mit 5 an. Und dann darfst du jetzt, oder musst du jetzt jede Runde eine Kreatur opfern. Und bist nahezu tot durch unseren Shade. 50 Attacks of Shade. Okay. Wir sehen, from your graveyard to your hand, okay. Opfer meine Kreatur. Dann spielen wir den. Und in deinem Upkeep tappen wir dir einen Mana weg. Wir lassen das erstmal resolven. Okay. Und dann tappen wir die einmal weg. Okay. Lol. Der hat das nicht das Land getappt. Das ist halt der Autotapper, der ist ein bisschen dumm.
Uff. Weiß nicht, ob ich das will, obwohl den könnte ich für 5, nee. Ich denke, wir warten und nehmen ihm seinen Mana weg. Und zur Not können wir End of Turn Castle Loch Vein benutzen. Okay. Ich glaube nicht, dass wir den benutzen. Wir müssen eigentlich nur abwarten. In der Hoffnung, dass er nicht genug Burnspells zieht, wollte ich gerade sagen. Ja. So viel dazu. GG, I guess. Zweimal wurden wir von Devil's Play getötet. Aber das ist halt auch das, die Gefahr von Mono Black, weil wir uns echt sehr, selber sehr, sehr viel wehtun, obwohl es dieses Game gar nicht so schlimm war. Tja. Sind wir bei plus minus 0 rausgekommen und hatten einfach nur eine Menge Spaß und 20 und ein Gonti. Jawohl, dann hoffe ich, diese paar Runs haben euch Spaß gemacht. Eventuell werde ich mich in den nächsten Tagen nochmal dazu durchringen können, ein bisschen Historic zu spielen. Aber erstmal müssen wir uns damit begnügen. Ich weiß nicht genau, wie ich zeittechnisch dazu komme. Aber es waren ja jetzt auch ein paar Folgen, die hier gedreht wurden. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und freue mich auf das nächste Mal mit euch. Tschüss!